أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Nur noch eine Woche inshallah ta'ala bis zum Ramadan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen Ramadan erreichen lassen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, diesen Ramadan auf beste Art und Weise zu erleben, die Tage aufrichtig zu fasten und die Nächte zu beleben mit den Gebeten und der Rezitation des Korans. Wie sieht die Vorbereitung aus? Wie weit seid ihr? Weiß jeder, was er machen wird? Was sind so die Ziele, die Etappenziele im Ramadan? Alle Tarawih gebetet, das versuchst du inshallah. Möge Allah das dir erleichtern. Welche Etappenziele habt ihr für den diesjährigen Ramadan? Ja? Den Koran komplett zu lesen? Fließend zu lesen, genau. Also lesen, üben, sehr schön. Sonst noch, was sind so deine Etappenziele? Weniger sinnloses Gerede, ja? Mehr Tafsir lesen, mashallah. Ja? Koran suchen lernen. Koran suchen lernen? Auswendig lernen. Lernen, okay, mashallah, ja? Minimum halben Koran durchlesen. Sehr schön. Versucht, liebe Geschwister, einen Rekord aufzustellen. Euren Rekord, nicht einen internationalen Rekord, sondern euren Rekord in irgendeiner Sache. Einen, dass du zum Beispiel sagst, diesen Ramadan will ich zum Beispiel einen Rekord aufstellen in den Segenswünschen für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Neben den anderen Sachen. Es geht jetzt nicht darum, okay, du sollst alles unterlassen, kümmere dich nur um die Segenswünsche, sondern zusätzlich zum Programm, versuch in diesem Ramadan einen Rekord aufzustellen in irgendeiner Disziplin. Ob es Spende ist, ob es Koranlesen ist, ob es freiwillige Gebete sind. Ja? Und nichts überstürzen, das hatte ich ja schon sehr oft erwähnt. Ja, nicht, dass wir sagen, nee, ich werde jetzt in allen Disziplinen Rekorde aufstellen. Wäre schön, aber wie gesagt, immer schön langsam. Möge Allah uns ein segenreiches Leben geben, auf das wir mehrere Ramadane erleben dürfen, sodass wir jeden Ramadan einen neuen Rekord aufstellen können. Und das Thema, inshallah, das wir heute besprechen, passt auch zu Ramadan und allgemein zur Ibadah. Und das ist die nächste Stufe auf dem Weg zu Allah. Und das ist Al-Istiqamah. Al-Istiqamah ist die Geradlinigkeit. Was ist damit gemeint, Geradlinigkeit? Ja? Dass du alle Fastentage fastest, das gehört natürlich dazu, ja? Ja? Sehr schön, dass du den rechten Pfad, auf dem rechten Pfad bleibst und dich nicht abirren lässt. Also könnte man auch übersetzen mit Standhaftigkeit. Wobei Standhaftigkeit sehr oft in den, zum Beispiel in Koranübersetzungen, für die Geduld benutzt wird. Sabr, Geduld wird manchmal als Standhaftigkeit übersetzt, weil wenn du geduldig bist, bleibst du ja standhaft. Ja. Was ist also gemeint mit Geradlinigkeit? Also auf dem Weg zu bleiben, nicht abzukommen. Das ist Al-Istiqama. Und diese Angelegenheit, die hat Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran. Allah azza wa jal sagt, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und daraufhin geradlinig bleiben, standhaft bleiben, auf dem Weg bleiben, nicht abirren. Auf sie werden die Engel herabsteigen. Habt keine Furcht und trauert nicht und nehmt die frohe Botschaft auf, ins Paradies zu gelangen, welches ihr versprochen bekamt. Diese Angelegenheit, diese Aussage der Engel, einige Gelehrte sagen, dass der Moment für diese frohe Botschaft ist beim Sterben. Möge Allah uns ein gutes Ende geben. Ja Rabb, wir bitten dich mit deinen schönsten Namen und erhabensten Eigenschaften, dass während unseres Sterbens die Engel auf uns herabsteigen und uns die frohe Botschaft schicken, dass wir ins Paradies eintreten werden. Während man im Sterben liegt, die letzten Atemzüge macht, die letzten Momente im Leben hat, kommen die Engel. Und diese Engel sagen dir dann herzlichen Glückwunsch. Stell dir diesen Moment vor. Nach all diesem Leben, nach all dieser Anstrengung, dass die Engel dann herabsteigen und dir verkünden, herzlichen Glückwunsch. Habe keine Angst, es wird alles gut. Trauere nicht, Allah vergibt dir. Du wirst ins Paradies eintreten. Ja, Rabb, lass uns zu diesen Menschen zählen. Das ist also der Lohn für diejenigen, die auf dem Weg geblieben sind, die nicht abgekommen sind. Das heißt, seitdem du أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله gesagt hast, bist du auf diesem Weg geblieben. Ja Rabb, lasse uns fest auf diesem Weg bleiben, bis wir sterben. Und das ist keine einfache Angelegenheit. Es gibt so viele Versuchungen, so viele Feinde hat der Mensch, Iblis, deine Seele, die anderen, Dschinn, die Menschen, die schlecht sind, die Versuchungen eben, die alle dein Herz klauen wollen. Und dass aber dein Herz weiterhin auf dem Weg zu Allah sich begibt, sämtliche Hürden überqueren kann, das ist eine gewaltige Gabe Allahs. Die Tatsache, dass du Muslim bist, ist schon eine Riesengabe Allahs. Dass du Muslim bleibst, ist eine umso größere Gabe Allah. Allahumma lakal hamd. Ja Rabbi, lasse uns nicht abirren, wie im Koran das Bittgebet, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O unser Herr, lasse unsere Herzen nicht abschweifen, abkommen lassen, nachdem du uns recht geleitet hast. وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً und schenke uns von dir aus Gnade. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ, du bist der Schenkende. Warum wählt Allah gerade diesen Namen aus? Al-Wahhab. Allah hat zahlreiche Namen. Aber warum gerade Al-Wahhab und nicht Al-Rahman, Al-Razzaq, Al-Rahim, Al-Wadud? Warum erwähnt Allah in diesem Kontext Al-Wahhab? Ja? Aber in diesem Kontext geht es ja um die Rechtleitung, also eine Gabe für die Gläubigen. Ja? Barakallahu fik. Nicht, dass du denkst, deine Kraft, deine Kunst, deine Fähigkeit, deine Intelligenz ist Grund für die Rechtleitung.
sondern es ist ein Geschenk Allahs. Um dieses Geschenk wertzuschätzen, muss ich was tun? Wie kann ich Gaben wertschätzen? Ja? Allah zu dienen, ja? Dankbar zu sein. Es geht ja darum, ich will wissen, wie wertvoll ist diese Gabe. Ja? Barakallahu fik. Indem ich mir überlege, wie es wäre, wenn ich diese Gabe nicht hätte. Möge Allah uns davor bewahren. Ja Rabbi, entziehe uns nicht die Rechtleitung, ja Rabbi al-Alamin. Stell dir vor, du würdest nicht Allah anbeten. La ilaha illallah. Es gibt Leute, die beten die Sonne an, das Feuer an, Kühe an, Affen an, alles Mögliche. Stell dir vor, du würdest einer von diesen sein. Ja Rabbi, bitte bewahre uns davor. Ja Rabbi, fülle unsere Herzen mit dem wahren Glauben und lass uns standhaft sein in der Religion. Das ist schon eine Riesengabe. Aber dass du darauf bleibst, auf diesem Weg, das ist noch eine weitere Gabe. Und deswegen sagte Ibn Kathir rahimahullah in seinem Tafsir, warum wiederholen wir in jeder Raka'a die Ayah, Ihdina as-sirat al-mustaqim, leite uns recht zum geraden Weg, wenn wir doch schon auf dem geraden Weg sind. Und die Antwort lautet, du willst ja auf diesem geraden Weg bleiben. Und das bedarf wieder Unterstützung von Allah subhanahu wa ta'ala. Also in dieser Ayah sagt Allah, Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah. Also sie glauben an Allah und bleiben auf dem Weg und kommen davon nicht ab. Denen wird Allah subhanahu wa ta'ala diese frohe Botschaft verleihen durch die Engel, dass sie ins Paradies eintreten werden. Abu Bakr al-Siddiq radiallahu an sagt, Ibn al-Qayyim, er zitiert Abu Bakr al-Siddiq radiallahu an, wurde gefragt, was ist Istiqamah, Geradlinigkeit? Er sagte, Alla tushrika billahi shay'a, la ilaha illallah. Abu Bakr sagte, dass du niemanden außer Allah anbetest. Keine Beigesellung. Der eine oder andere, liebe Geschwister, denkt sich, Subhanallah, ich bin doch gläubig. Also ich würde doch nie im Leben Buddha anbeten. Ich würde doch nie im Leben eine Kuh, wenn sie vorbeigeht, einfach mich niederwerfen. Das würde ich doch nie im Leben machen. So einfach ist das nicht. So einfach ist das nicht. Denn die Versuchungen sind so gewaltig und die Irreführungen des Teufels sind so gefährlich, dass ein Mensch leider aus dem Islam austreten kann, vom Islam abfallen kann. Denn der Shaitan wird nicht zu dir kommen und sagen, weißt du was, wirf dich vor Buddha nieder. Der weiß, dass du sofort sagst, hallo, geht's dir noch gut? Ich würde nie im Leben vor Buddha mich hinwerfen. Sondern er fängt langsam an, ja, bete Allah an. Bete Allah an. Und dann betest du Allah an. Und dann gaukelt dir der Shaitan vor, ey, du bist so richtig gut. Und so weiter. Und dann lässt er dich vielleicht einige Sachen träumen, ja, in denen der dir irgendetwas verziert, sodass du am Ende zum Beispiel einen verstorbenen Gelehrten anbetest. Wie ist denn Ash-Shirk, wie ist denn das entstanden? Wie Ibn Abbas radiallahu an sagte und andere, dass nach Adam alayhi salam gab es rechtschaffene Menschen. Und der Shaitan kam dann zu dieser Generation, Jahre nach Adam alayhi salam, und er hat ihnen gesagt, wisst ihr was, da gab es 5 Leute, das waren Supermänner. Ja? Nuh kam dann zum Volk, das bereits Schirk begangen hat. Deswegen wurde Nuh entsandt, um das wieder zu verbessern. Also sagte er ihnen, wisst ihr was, das waren super Leute, macht euch mal Denkmäler, nur damit ihr euch daran erinnert, damit ihr Allah anbetet. Ja, Gemälde, du
erkennst den wieder und sagst, ah, das war ein super Mensch, der hat viel gebetet. Weißt du was, jetzt bete ich mal. So kam der Shaitan und wollte es ihnen verkaufen. Danach in den nächsten Generationen, das ging ein paar Generationen so, dann kam es Shaitan zu irgendeinem oder mehreren und hat gesagt, wisst ihr was, eigentlich, diese Leute, die waren so gut, die alten Generationen, die haben sie verehrt. Ihr müsst sie verehren. Ihr könnt doch nicht einfach so die Bilder aufhängen oder einfach nur die Skulpturen so lassen und vorbei spazieren, sondern ihr müsst sie verehren. Und so ging es weiter, bis diese Skulpturen und Figuren und Götzen angebetet wurden, angefleht wurden, dass man sie als Götter angenommen hat. Möge Allah uns davor bewahren. Und das passiert immer und immer wieder. Dieser Kult, also dass man Götzen anbetet, das gibt es heute auch. Heutzutage im Namen der Flagge wird dies und jenes getan. Im Namen der Flagge, im Namen des Allahu A'lam irgendetwas. Ja, ein bestimmtes Symbol selbst, das ist so, subhanallah, das haben einige Gelehrte, die sich mit dem Atheismus beschäftigen. Die haben gesagt, ein Mensch kann nicht ohne Rituale leben. Geht nicht. Im Inneren des Menschen, er braucht Rituale. Es gibt ein Verlangen. Und deswegen haben die Atheisten auch Rituale. Die sind von der Religion abgehauen und haben sich selbst Rituale gemacht. Deswegen gibt es Treffen, deswegen gibt es also Logos, die verehrt werden und so weiter und so fort. Das heißt, es wurde eine Religion, der Atheismus wurde zu einer Religion, Feiertage und so weiter und so fort. Und deswegen, der Islam verbietet alles, was zum Schirk führen kann, damit du auf dem geraden Weg bleibst. Umar ibn al-Khattab radiallahu an sagte, Al-Istiqama an tastaqima ala al-amri wal-nahi. وَلَا تَرُوغَ رَوَغَانَ الثَّعَالِبُ Umar radiallahu an. Er sagt, Al-Istiqama ist, dass du dich an die Gebote und Verbote hältst und nicht hin und her, was? Nochmal? Schwankst, schlendern, wie ein Fuchs. Ja? Ein Fuchs, mal ist er hier, mal ist er da und dann wieder hier und dann wieder hier. Und er ist nicht auf dem geraden Weg. Was soll das bedeuten? Das bedeutet, etwas, was halal ist, wird zum Haram. Etwas, was haram ist, wird zum halal. Je nachdem, wie es mir passt. Und der Shaitan, auch hier, liebe Geschwister, kommt nicht zu dir und sagt, hör mal zu, folg nicht mehr dem Koran, folg der Bibel. Er kommt dir nicht direkt und verlangt von dir, rauszugehen aus der Religion. Sondern er versucht, dich wegzubekommen vom geraden Weg, indem er dich dazu führt, deiner Neigung zu folgen. Wie macht er das? Ganz einfach. Die Sache, da gibt es Ikhtilaf. Bei jeder Sache, es gibt Ikhtilaf. Das ist ja der neue Dalil heutzutage. Egal welche Sache, ja, Musik, Maulid feiern. Früher hat man gesagt, Allah sagt, Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, As-Sahaba sagen. Heute heißt, es gab einen Gelehrten, der gesagt hat. Ikhtilaf. Ikhtilaf bedeutet, mach was du willst. Inne minimistes, rabbeln in der Kiste, ich suche mir eine Meinung raus. Und deswegen sehen wir einige Menschen, die waren vielleicht auf dem geraden Weg, Alhamdulillah, die haben den Großgelehrten gefolgt oder sind den Großgelehrten gefolgt. Aber dann kommt der Shaitan und sagt ihnen, wisst ihr was? Es gibt doch noch andere Meinungen. Such dir aus, was du willst. So, wenn ein Laie jetzt, ein Laie, nicht ein Wissenschaftler, ein Gelehrter, der ist Gelehrter, der wird jetzt selbst dieses Thema studieren, der wird sich die Zeit nehmen. Mehrere Monate wird er sich fragen, zum Beispiel,
Dürfen wir über die Socken streichen oder nicht? Dann wird er sämtliche Hadith überprüfen. Ist die Überlieferungskette richtig oder nicht? Sind diese Tradenten, die Überlieferer, die Ruat, ist der authentisch? Was hat der gesagt? Al-Bukhari hat ihn als stark eingestuft, aber der andere doch als schwach. Und wer hat jetzt recht? Und so weiter und so fort. Es geht um was? Darf ich über die Socken streichen? Aber der Laie, unser einer, der sagt sich, Sekunde mal, ich habe gehört, es gibt noch eine andere Ansicht, also mache ich das. Und so wirst du langsam aber sicher nicht mehr der Wahrheit folgen, sondern deiner Neigung. Weil es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du folgst diesem Gelehrten, weil du so viel Wissen hast wie dieser Gelehrte und du bist jetzt Kollege von ihm. Du bist der Kollege von ihm und bestätigst deinen Kollegen, ja, super Arbeit gemacht, deine Herleitung dieses Urteils ist richtig, ist wissenschaftlich fundiert. Oder du bist kein Gelehrter, also welche Optionen gibt es? Meine eigene Neigung, es passt mir über die Socken streichen. Ich sage jetzt nicht, dass es haram ist oder halal ist, oder es geht mir nicht um das Thema. Es geht mir um die Art und Weise, wie sehr viele leider, früher haben sie einigen Gelehrten, sind sie einigen Gelehrten gefolgt und dann haben sie keine Lust mehr. Warum? Was ist passiert? Habt ihr jetzt 20 Jahre studiert und wurdet jetzt so Gelehrte wie diese? Nein, nein. Ich habe im YouTube gesehen, da gibt es andere Ansichten. Und deswegen, liebe Geschwister, es gibt einige YouTube-Kanäle, die sind nicht gut für einen Menschen. Warum? Weil die servieren dir alle Ansichten. So wird nicht gelernt. Denn wie willst du denn entscheiden, welche Ansicht dieser Gelehrten richtig ist? Der serviert dir alles. Maulid ist Haram, Maulid ist Sunnah, Maulid ist Bid'ah, Maulid ist Farb, Maulid ist Makruh, alle Ansichten. Ja und jetzt, was soll ich jetzt damit? Welche Ansicht soll ich jetzt folgen? Und deswegen, so funktioniert das nicht. Und nur weil es Meinungsunterschiede gibt unter den Gelehrten, heißt das nicht, dass du dir aussuchen darfst, was du möchtest. Denn dann wirst du deiner eigenen Neigung folgen. Außer nochmal, du bist Gelehrte selbst und hast lang studiert und wurdest von Gelehrten bestätigt, dass du in der Lage bist, Urteile zu überprüfen. Bis irgendwann die nächste Stufe kommt, indem man sagt, Sekunde mal, warum soll ich so überhaupt Gelehrte als Standard nehmen? Ich lese den Koran selbst, ich verstehe den Koran so, wie ich möchte. Und das gibt es auch heutzutage. Und die einen leugnen dann die Sunna, die sagen, nee, Sunna, das ist gar keine Quelle, also bitte. Und der andere leugnet sämtliche Pflichten im Koran. Und so weiter und so fort. Und so fängt es Shaitan an, ganz klein, mit langsamen Schritten, bis jemand sogar vielleicht vom Islam abfällt und sämtliches ablehnt. Wer die Sunna ablehnt, wer die fünf Säule ablehnt, ja, der sagt, nee, das ist nicht so. Wer sündigt, aber der bestätigt, ich gebe zu, es war eine Sünde. Ich gebe zu, ich habe die Pflicht nicht getan. Das ist was anderes. Das ist ein Muslim. Möge Allah uns allen vergeben. Es geht um denjenigen, der es leugnet, der es ablehnt. Und deswegen müssen wir Allah bitten, dass wir auf dem Weg bleiben. Wie machen wir das? Halte dich an die Großgelehrten. Nicht Prediger A, Prediger B und so weiter. Und da wird so ein Battle, da hat so ein Lebenslauf und der hat Follower und der und das. Es geht nicht darum, welche Prediger hier sind, sondern es geht darum, wem folgen diese Prediger von den großen Gelehrten. Das sind die Sterne am Himmel, womit du den Weg erkennst. Aber wenn ich euch nur meine Ansicht serviere, ohne euch zu erklären, dass das von großen Gelehrten ist, schmeiß weg meine Ansicht. Wer bin ich denn? Was habe ich denn zu melden? Sondern halte dich an die großen Gelehrten, von denen ich zum Beispiel, meine Wenigkeit oder andere Prediger, dir Dinge übersetze. Damit wir wissen, denn heutzutage einige denken, die Prediger sind Maßstab. Die sind sie nicht. Sondern die Gelehrten, die Stufe darüber.
Das ist der Maßstab, damit wir auf dem geraden Weg bleiben. Ibn al-Qayyim sagt, ich hörte Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagen, استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. Er sagt, sie blieben auf dem Weg der Liebe und der Dienerschaft. Also, Istiqama definiert er hier stetige Liebe Allahs, dass du Allah weiterhin liebst. Ja Rabbi, fülle unsere Herzen mit deiner Liebe. Lasse uns das lieben, was du liebst. Und lasse uns diejenigen Sachen verabscheuen, die du verabscheust. Also, Al-Istiqama, Geradlinigkeit auf dem Weg der Liebe und der Dienerschaft, sodass sie weder nach rechts oder nach links abschweifen, auf dem Weg bleiben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu einem Mann, der ihm gefragt hat, sag mir eine Aussage, sodass ich danach niemanden mehr fragen muss. Gib mir die Zusammenfassung der Religion. Eine Sache, die ich lernen kann, weil ich kann nicht so viele Sachen lernen. Eine Sache. Da sagte er, sag, ich glaube an Allah und dann bleib geradlinig. Bleib auf dem Weg. قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. Das ist die Religion. Dass du eben bis zu deinem Lebensende auf diesem Weg bleibst. Heißt das, ich werde dadurch zu einem Engel? Das haben wir sehr oft gesagt. Nein, es geht nicht darum, dass du ein Engel wirst, sondern es geht darum, dass du deine Sünden zugibst, dass du sofort zurückkehrst und nicht erst nach einer langen Zeit, sondern unmittelbar nach deinem Rausch wieder aufwachst und sagst, ja Rabbi, nimm mich bitte wieder auf. Und Allah wird nicht müde, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Er wird dich immer wieder aufnehmen. Deswegen verliere nie die Hoffnung. Es geht also nicht darum, unfehlbar zu werden, sondern weiterhin auf dem Weg zu bleiben, auch wenn du hinfällst, du stolperst manchmal, du verletzt dich manchmal auf dem Weg, aber du kommst an. Und deswegen sagte einer der Gelehrten, ich hinke zu Allah hin. Was heißt das? Das heißt, ich gehe, aber ich kann nicht richtig laufen, aufgrund meiner Sünde. Ich hinke hin zu Allah. Das heißt, ich bin kein perfekter Mensch, sodass ich renne. Aber lieber hinke ich zu Allah hin, als dass ich gar nicht vorankomme. Als dass ich auf der Stelle bleibe oder gar zurückkehre, möge Allah uns davor bewahren. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, bleibt geradlinig, also bleibt standhaft. Und ihr werdet es aber nicht umfassen. Was heißt das? Also auf Arabisch, istaqimu walan tuhsu. Die Gelehrten haben gesagt, es gibt zwei Deutungen, Interpretationen. Entweder ist gemeint, ihr werdet nicht alles umsetzen können von der Religion. Ihr werdet keine unfehlbaren Menschen. Und ihr werdet nicht alles umsetzen an Taten, die man tun kann in der Religion. Es gibt viel mehr, was man machen kann, als das der Mensch machen wird. Unser Vorbild war der Prophet sallallahu alaihi wasallam. An einer anderen Stelle sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah, der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala ist ein Weg, aber er hat mehrere Spuren. Auf der einen Spur sind die Langsamen. Das sind die Pflichten umsetzen. Ohne Pflichten, da bist du ja gar nicht auf der Spur. Also du bist ja gar nicht auf dem Weg. Sondern der betet seine 5 Gebete, fastet Ramadan, wenn er Geld hat, zahlt er seine Zakat, wenn er Geld hat und gesund ist, macht er seine Hajj. Er ist auf dieser Spur. Dann gibt es aber andere auf der Überholspur. Die sind etwas schneller. Die machen dann zum Beispiel noch einige Raka'at, Sunnah, Gebete, fasten noch zusätzlich.
Und hier sagt jetzt Ibn al-Qayyim, so gibt es eine Spur des Fastens. Das sind die, die überholen, weil sie so viel fasten. Dann gibt es eine Spur der Sadaqa, der Spende. Das sind die, die überholen, weil sie so viel spenden. Dann gibt es eine Spur des Koranlesens, eine Spur des Charakters, eine Spur des Benehmens. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagt Ibn al-Qayyim, war auf allen Spuren der beste Fastende, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der beste Betende, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, der beste mit dem Charakter, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, der beste Spendende, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, der beste, der den Koran gelesen hat, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Egal was im Leben, wirst du niemanden finden, der besser ist als Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Und das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Vorbild ist in allen Bereichen des Lebens. Kann kein Mensch. Deswegen bei den Biografien, wie ich das immer wieder erwähne, da findest du einen Allahu a'lam, Politiker, ja, der war Hammer-Politiker, oder ein Journalist, der war überall auf dieser Welt, oder ein Allahu a'lam, ist ja egal, dann hat er seine Biografie geschrieben. Dann wirst du in seiner Biografie lesen, bleiben wir mal beim Journalisten, der hat alle Präsidenten interviewt und der war in allen Kriegsgebieten und so. Das war ein Hammer-Journalist. So, jetzt ist er Vorbild für alle Journalisten. Ist er aber auch Vorbild für alle Väter? Vielleicht war es kein guter Vater. Ist er Vorbild? Vielleicht war es ein guter Vater. Ist er dann auch Vorbild als Sohn? Vielleicht war es kein guter Sohn. Vielleicht war er ein guter Sohn auch noch. Ist er dann auch ein Vorbild als guter Ehemann? Ist er dann auch Vorbild als guter Nachbar, als guter Bruder, als guter Händler, als guter Begleiter? Das ist nicht möglich, dass ein Mensch in allen Bereichen Vorbild ist. Außer Rasul sallallahu alaihi wasallam. Er ist auf allen Bahnen, auf allen Spuren hin zu Allah azza wa jal. Möge Allah uns auf diesen Weg zu Allah setzen, dass wir, auch wenn wir hinken, auch wenn wir langsam voranschreiten, dass wir aber vorankommen. Denn so gütig ist Allah, es geht nicht darum, ob du ankommst. Es geht darum, dass du stirbst, während du voranschreitest. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die besten Taten sind die letzten. Und er sagt, ausschlaggebend ist dein Ende. Ja, heißt das, wir gehen jetzt schlafen alle. Und kurz vor dem Tod wachen wir auf und beten. Wer sagt denn dir, dass du noch 20 Jahre lebst? Der Tod kann überall kommen. Wie oft habe ich das erwähnt? Du musst nicht erst todkrank sein. Es kann sein, du hast gerade eine Krankheit. Möge Allah uns bewahren. Du hast es aber noch nicht gemerkt. Aber nächsten Monat gehst du Routineuntersuchung oder Allahu a'lam irgendetwas, hast einen Schnupfen, denkst dir nichts dabei, gehst zum Arzt, machst eine Blutprobe, tut mir leid, Nierenversagen. Ich hatte doch nur Schnupfen. Ja, ja, aber es hat sich herausgestellt, Sie haben ein Problem in den Nieren. Das habe ich auch nie gemerkt. Ja, stimmt. Ja, und jetzt? Ja, Dialyse, aber ich glaube, das ist schon vorbei. Subhanallah, ich habe nichts gemerkt. Ja, du wirst jetzt, nächste Woche bist du tot. Und jetzt? Das heißt, du musst nicht erst todkrank sein und schon bei 5000 Ärzten sein und schon 100 Operationen hinter dir haben. Du kannst kerngesund sein. Du denkst, du wärst kerngesund, aber du bist schon krank. Malakul Maut ist schon auf dem Weg. Möge Allah uns ein gutes Ende geben. Und deswegen kann ich nicht mir sicher sein, dass ich noch lange lebe. Eine Woche bis zum Ramadan, ja Rabbi, lass uns leben, bis wir diesen Ramadan erreichen. Ja Rabbi, lass uns die erste Nacht des Ramadans erreichen, auf dass du uns vom Höllenfeuer rettest. Du hast noch 7 Tage, mal 24 Stunden, mal 60 Minuten, mal 60 Sekunden, in denen du sterben kannst. So hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst. Möge Allah uns ein gutes Ende geben.
Istaqimu wa lan tuhsun. Seid auf dem Weg, geradlinig, ihr werdet aber es nicht umfassen. Das heißt, ihr werdet nicht alles umsetzen können, nicht an Pflichten, die musst du ja machen, sondern mehr als die Pflichten. Die andere Deutung lautet, und ihr werdet nicht den Lohn erfassen können. Ja, Rabbi, belohne uns für unsere Taten. Das heißt, bleibt standhaft und dann werdet ihr diesen Lohn, ihr könnt den nicht zählen. Also al-thawab, die Belohnung werdet ihr nicht erfassen können, ist viel mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Und beides ist richtig. Also beide Bedeutungen treffen ja zu. Der Lohn bei Allah ist gewaltig. Allah sagt im heiligen Hadith, ich habe für meine Diener im Paradies vorbereitet, was kein Auge je gesehen hat, kein Ohr je gehört hat und niemandem je in den Sinn gekommen ist. Das heißt, der Lohn, der ist unfassbar. Und auf der anderen Seite die erste Deutung, wir werden nicht alles machen können. Aber möge Allah uns motivieren und stärken, dass wir so viel machen, wie wir nur können. Dann sagt er in diesem Hadith, وَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةِ. Also er sagte, عليه الصلاة والسلام, seid standhaft und ihr werdet es nicht erfassen oder umfassen. Und wisset, dass die besten aller Taten das Gebet ist. Subhanallah. Die besten aller Taten ist das Gebet. Stell dir mal vor, jemand sagt, hör mal zu, ich sag dir jetzt mal, einen Job, da kriegst du am meisten Geld. Würde es dich interessieren, was das ist oder nicht? Wenn man dir sagt, hör mal zu, du könntest 1 Million Euro im Monat verdienen. Steuerfrei. Plus Tankkarte noch dazu, damit du davon nichts zahlen musst fürs Tanken. Ist ja Luxus heute. Möge Allah unsere Gaben bewahren. Ja Rabbi, bewahre uns vor Verteuerung. Ja, das ist natürlich auch eine Angelegenheit, ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Gaben gibt, er nimmt sie aber auch. Du hast gedacht, du kannst immer 200 km/h fahren, auf einmal merkst du, eigentlich ist es ganz schön mal so schlecht, 100 km/h zu fahren. Ja? Darüber hast du nie gedacht. Ich habe gedacht, Junge, ich habe einen Fuß, drück drauf. Und jetzt merkst du, wie wäre es denn mit etwas langsamer fahren? 100 Meter nebendran Lidl Aldi, steig ein ins Auto. Jetzt, subhanallah, wir müssen uns auch noch mal bewegen. Ja, guten Morgen. Ja. Auf jeden Fall, wenn du wüsstest, diese Arbeit, da gibt es sehr viel Geld. Würdest du sie machen oder nicht? Und sie ist nicht anstrengend und so weiter und so fort. Ja, schöne Arbeit, du musst einfach da sein. Assalamu alaikum, du kriegst jetzt 1 Million. Wer von uns würde sagen, nee, ich habe keine Lust? Kein Mensch. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, und die beste aller Taten ist das Gebet. Alhamdulillah, ja Rabbi. Alhamdulillah, dass wir beten dürfen. Guck mal, wie viele Menschen sind gar keine Muslime. Die beten ja sowieso nicht. Und dann gibt es Menschen, die sind Muslime, beziehungsweise ja, sagen, sie sind Muslime, und dann beten sie nicht. Möge Allah uns davor bewahren. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wa la yuhafidhu ala al-wudu'i illa mu'min. Und den Wudu bewahrt nur ein Gläubiger. Subhanallah. Dieser Satz, liebe Geschwister, den nehmen einige Gelehrte und sagen, wer Wudu macht, kann kein Käfer sein. Warum? Nicht wer einmal, wer regelmäßig. Wenn du regelmäßig Wudu machst, das bedeutet was? Wenn du immer im Wudu-Zustand bist, heißt das, ich gehe nie wieder auf die Toilette? Doch, aber sobald du auf der Toilette warst, machst du Wudu. Das bedeutet bewahren, dass du immer rein sein willst. So wie viele von uns, ja, sie wollen immer einen angenehmen Duft haben. Ja, sobald er schwitzt, der lebt da nicht einfach so, zack, Deo, sofort. Er will immer einen guten Geruch haben. Ist ja was Schönes. Und der Gläubige ist jemand, der immer Wudu haben will. Okay, aber auf der Toilette, jetzt wird Wudu gemacht.
Das ist ein Zeichen, wenn er so ist. Das ist ein Gläubiger, subhanallah. Das kann kein Kafir sein. Warum? Weil der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, es bestätigt hat. Ibn al-Qayyim sagt nun, und es wird vom Diener verlangt, standhaft zu bleiben. Und das ist der Ausdruck As-Sadad. As-Sadad, also etwas zu treffen. Saddid, also etwas zielen. Oder auf etwas zielen, dass du es triffst. فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا فَالْمُقَارَبَةَ Wenn man es nicht kann, also ich habe es nicht getroffen, dann zumindest sich der Sache nähern, so gut es geht. Dem Ziel sich nähern, so gut es geht. Also es gibt zwei Ebenen. Der Istiqama. Das Beste, Ebene Nummer eins ist, du triffst es genau. Was heißt das, du triffst es genau? Du machst genau das, was du machen solltest. Also an Pflichten, aber auch an weiteren freiwilligen Sachen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, saddidu wa qaribu. Trefft das Ziel genau, beziehungsweise versucht euch dem Ziel zu nähern. Saddidu wa qaribu. وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ سبحان الله. Und wisset, dass niemand von euch aufgrund seiner Taten gerettet wird. Guckt mal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt hier was? Er sagt, trifft das Ziel genau, also seid super. Natürlich menschlich super, nicht unfehlbar. Wenn ihr, es klappt nicht immer, dann versucht es so gut es geht. Aber nicht, dass ihr denkt, ihr werdet jetzt was Besonderes von euch aus, wegen eurer Macht, Kraft. Nein. Keiner wird gerettet, Yawm al-Qiyamah, aufgrund seiner Taten. Da sagten die Gefährten, auch du nicht, o Gesandter Allahs. Da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, auch ich nicht. Nur wenn Allah mit mir gnädig ist, und mir seine Huld schenkt. Huld, also seine Gunst schenkt. Und das ist etwas Wichtiges. Nicht, dass du denkst, weil du betest, weil du fastest, weil du Koran liest, hast du es verdient, ins Paradies zu kommen. Dass das eine Gegenleistung ist. Nein. Warum ist das keine Gegenleistung? Weil die Gaben viel zu viel sind. Es gibt einen schwachen Hadith, aber man darf ja schwache Ahadith benutzen, wenn man jetzt nicht eigene Gebote daraus oder eigenständige Gebote ableitet, sondern man darf sie benutzen, um authentische Gebote im Islam nochmal zu untermauern, zu motivieren. Es heißt, Yawm al-Qiyamah gibt es einen Mann und dem sagt Allah Azza wa Jal, wie möchtest du behandelt werden? Gemäß deiner Taten? Oder gemäß meiner Huld, meiner Gnade. Und der hat, wie viele Jahre? 500 Jahre hatte Allah angebetet. Und dann sagt er, ach, natürlich meine Taten. Ich meine, was habe ich die ganze Zeit gemacht? Ja, 500 Jahre habe ich gebetet. Dann hat Allah gesagt, wiegt die Gabe des Sehens, dass er sehen kann, ein Auge. Also wurde diese Gabe auf eine Waagschale gelegt und sämtliche andere Taten auf die andere Waagschale. Und was war schwerer? Das Auge. Heißt was? Er ist im Minus. Er hat nicht genug bezahlt. Also hat Allah gesagt, das war ja nur das Auge, da kommen noch die Ohren, die Nase, der Mund und so weiter. Es war nur das Auge. Also hat Allah gesagt, ab mit ihm in die Hölle. Dann sagt er, ja Rabbi, deine Gnade will ich. Aus diesem Hadith, auch wie gesagt, wenn er unauthentisch ist, entnehmen wir aber die richtige Regel, deine Gaben reichen nicht aus. Das sagte ja der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem authentischen Hadith, der in Bukhari und Muslim ist. Niemand kommt ins Paradies aufgrund seiner Taten. Warum? Weil Allah dir viel mehr gegeben hat, als dass du überhaupt als Gegenleistung vollziehen kannst. Warum?
Weil es eine Endlosschleife gibt. Oder, naja, vielleicht ist jetzt nicht der genaue Ausdruck. Was bedeutet das? Wenn du eine Gabe, wenn du eine Tat begehst, du sagst Alhamdulillah. Okay? Wegen dem Auge sagst du Alhamdulillah. Oder du betest zwei Raka'a. Warum? Weil Allah dir das Augenlicht gegeben hat. Wenn du nun Alhamdulillah gesagt hast oder gebetet hast oder gefastet hast oder gespendet hast, ist ja egal, was du jetzt getan hast, dann war das noch einmal eine Gabe Allahs. Denn andere haben nicht Alhamdulillah gesagt, haben nicht gebetet, haben nicht gefastet. Also musst du Allah danken aufgrund der Tatsache, dass du ihm gedankt hast, dass du ihn angebetet hast. Dann sagst du Alhamdulillah, ya Rabbi, dass du mich recht geleitet hast, dir zu danken. Das war ja schon wieder eine Gabe. Weil andere machen das nicht. Also sollst du Allah danken, ya Rabbi lak alhamd, dass du mich recht geleitet hast, dir zu danken, dass du mich recht geleitet hast, dir zu danken. Das ist ja schon wieder eine Gabe. Also musst du dafür Allah danken. Und so kommst du nie dazu, dich für die erste Gabe zu bedanken. Kennt ihr, Tür auf, die nächste Tür ist vor euch. Tür auf, die nächste Tür ist vor euch. Du sagst, Tür auf, Alhamdulillah, ich bin ja schon wieder in einer neuen Gabe. Das heißt, du wirst dich nie bedanken können für die erste Gabe. Na. Barakallahu fik. Dass Sulaiman gesagt hat, dir zu danken ist eine Gabe und dass Allah Azza wa Jal sagte, nun hast du mich erkannt. Deswegen hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam um Vergebung gebeten. Der hat doch nicht gesündigt, Rasul alaihi salatu wasallam, sondern er hat um Vergebung gebeten, weil er Allah nicht gebührend danken kann. Egal was er macht, sobald er es tut, ist er schon wieder in einer neuen Gabe. Also sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wird ins Paradies gelangen, nur mit der Gabe Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim sagt also, dass wir zwei Ebenen haben, As-Sadad, also es zu treffen, also richtig zu machen, gut zu machen. Wenn wir aber Fehler haben, dann zumindest, dass wir uns dieser Geradlinigkeit nähern, so gut es geht. Dann sagt Ibn al-Qayyim, rahimahullah, einige der Kenner, wenn er über Al-Arif spricht, oder wenn man allgemein über Al-Arif, also der Kenner, spricht, dann also derjenige, der Allah kennt. Was soll denn das heißen? Wir kennen doch alle Allah. Es bedeutet, das ist jemand, der sich Allah widmet, der sich Allah nähert. Das ist gemeint mit der Kenner. Sie sagen, sei ein Mensch der Standhaftigkeit und verlange nicht nach der Karame. Karame hatte ich, glaube ich, letztes schon mal erwähnt, oder das war bei Sira. Karame ist jemand, der, ein Mensch, nicht ein Prophet, also meine ich, der einige Wunder bekommt. Wie zum Beispiel Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah, der wurde auch ins Feuer geworfen und kam lebendig raus, so wie Ibrahim a.s. Musaylama al-Kadhab, dieser Lügenprophet, der hat so einen Haufen gemacht und wollte Abu Muslim al-Khawlani verbrennen. Also hat er ihn reingeworfen und Abu Muslim al-Khawlani ist rausgekommen und hat gesagt, bitteschön, hier bin ich. Das war kein Prophet, das ist eine Karame, ja? Also das weiß ich leider nicht, ob das bei Musa so war, kenne ich nicht. Ja? Müsste man nachschauen, inshallah. Also diese Karama, das sind diese Wunder, die bei Menschen, die keine Propheten sind, passieren. Bei Propheten nennt man sie Mu'jiza. Mu'jiza ist bei Propheten, Karama bei Nicht-Propheten. Nun sagen sie, verlange nicht nach der Karama. Verlange nicht nach Wunder, dass du jemand bist, der voll die Wunder hat. Sondern verlange nach der Festigkeit, Standhaftigkeit. Warum?
فَإِنَّ نَفْسَكَ مُتَحَرِّكَةٌ فِي طَلَبِ الْكَرَامَةِ Denn deine Seele hat Neigung nach Wundern. وَرَبُّكَ يُطَالِبُكَ بِالِاسْتِقَامَةِ Aber Allah verlangt von dir nur die Standhaftigkeit. Allah verlangt nicht von dir, dass du vom Feuer rauskommst, ohne verbrannt zu werden, und dass du über Wasser läufst und dass du im Himmel fliegst. Und Allah verlangt das gar nicht. Allah verlangt von dir, bete die Gebete, faste Ramadan. Also soll dein Fokus sich richten auf diese Ibadah. Und Ibn al-Qayyim sagt, ich hörte Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagen, أَعْظَمُ الْكَرَامَةِ Die größte Karame, diese Stufe, dass man diese Wunder erlangt, die größte Stufe ist, standhaft zu bleiben. Lusumul istiqama. Das sind große Gelehrten, die es verstanden haben. Eben nach der Sunna zu leben. Ibn al-Qayyim sagt dann, As-Salafu, also die Sahaba und Tabi'in und danach, erwähnen, zwei Grundsätze bezüglich der Istiqama. Zwei wichtige Grundsätze. Zwei Säulen der Istiqama. Al-Iqtisadu fil A'mal. Al-Iqtisadu fil A'mal bedeutet, nicht zu übertreiben in den Taten, also in den Gottesdiensten. Und zweitens, Al-Iqtisamu bis Sunnah, sich an die Sunnah zu halten. Ohne diese beiden Sachen wirst du nicht geradlinig bleiben. Al-Iqtisadu fil A'mal, also nicht zu übertreiben in den Taten, denn wenn du übertreibst, wirst du es nicht lange aushalten. Und du wirst abkommen vom geraden Weg. Wie viele Leute haben es versucht, ja, man merkt, er ist konvertiert oder zurückgekehrt zum Islam, hat diesen Imanschub, so, jetzt wird alles getan. Ich kenne eine Person, möge Allah uns alle recht leiten, bat Kamis auf der Straße, liest Bücher in der Moschee und am Ende hat er den Islam verlassen. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, diese Religion ist dicht. Also tretet sanft ein. Das ist genauso Wasser. Wenn du langsam reingehst, kannst du tauchen, oder nicht? Aber stell dir mal vor, möge Allah uns bewahren, du würdest fallen, ja, wie bei einem Flugzeugabsturz, möge Allah bewahren. Und dann bist du tot. Ist wie Beton dann. So ist es mit dem Islam. Volle Pulle rein, ist es eine Wand. Du gehst kaputt. Langsam wirst du in den Islam eintreten können. Und deswegen immer wieder fang an beim Koranlesen 10 Minuten, Viertelstunde, beim Dhikr 10 Minuten, fasten, faste einen Tag im Monat. Es ist Sunnah, 3 Tage, ja Habibi, wir sind noch im Kindergarten. Wir fasten jetzt erstmal einen Tag. Und dann, wenn wir den Kindergarten fertig haben, erste Klasse Grundschule, Iman, dann fasten wir 3 Tage und so weiter und so fort. Ja, wir sind halt schwache Menschen, möge Allah unseren Glauben stärken. Allahu Akbar, Mashallah, du machst schon seit 10 Jahren wie Dawud, einen Tag fasten, einen Tag nicht. Allahumma barik, mach weiter. Aber wir reden über unsere Liga jetzt. Möge Allah uns vergeben. Aber auf der anderen Seite, liebe Geschwister, dürfen wir uns nicht demotivieren. Das heißt, versuche zum Beispiel den Koran so oft zu lesen, wie du kannst. Aber nichts überstürzen, das heißt, nicht, dass du dann 20 Stunden liest und dann nie wieder, sondern eben, wie gesagt, eine Viertelstunde, ja, und dann nach ein paar Wochen könnte es eine halbe Stunde werden. Je nachdem, wo du gerade bist, derjenige, der eben in der Ebene ist, er liest jeden Tag halbe Stunde, Alhamdulillah, mache ich schon seit mehreren Wochen, Alhamdulillah, das sitzt. So wie mein Zähneputzen, so wie mein tägliches Frühstück, Alhamdulillah, habe ich eine halbe Stunde, Koran, der kann jetzt noch mal eine Viertelstunde hinzufügen. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sah mal Ibn Taymiyyah, rahimahullah, in der Moschee nach dem Subh-Gebet. Und dann ist er wieder, Ibn al-Qayyim, gegangen.
Und dann kam er zum Dhuhr wieder und er fand Ibn Taymiyyah immer noch in der Moschee, wie er Dhikr macht. Und dann sagte Ibn Taymiyyah zu Ibn al-Qayyim, er ist ja sein Lehrer. Er sagte, das war mein Frühstück. Das war mein Brunch, würden wir heute sagen. Ja, also von Subh bis was, bis zum Sonnenaufgang? Bis zum Dhuhr. Das heißt jetzt nicht, dass er das jeden Tag so gemacht hat. Ja? Aber ab und zu. Der hat ja auch vieles andere zu tun. Aber ab und zu, Mann, gibt dir so einen Brunch, so einen Iman-Brunch. Also, erstens nichts überstürzen und zweitens Sunna. Nicht anfangen, Sachen zu erfinden. Ja, Erneuerungen, Bid'ah, sondern mach das, was der Prophet getan hat, sallallahu alaihi wasallam. Nicht mehr. Und dann sagt Ibn al-Qayyim, rahimahullah, denn der Teufel, der Shaitan, schnüffelt am Herzen seines Dieners. Wenn er darin eine Neigung zur Erneuerung findet und eine Abwendung von der Sunna, wird er ihn von der Geradlinigkeit ziehen. Das ist ja klar, oder nicht? Also wenn man eine Neigung hat, es gibt Leute, die haben eine Neigung. Das merkt man sehr oft, jemand, der zum Islam zurückkommt oder konvertiert eben. Und er wurde noch nicht erzogen islamisch. Er wurde von seinen Eltern erzogen, ist ja gut. Aber die andere Erziehung, diese Ibadah-Erziehung, die hat er noch nicht genossen. Und die ist sehr wichtig, dass du einen Erzieher hast, der sagt dir, so jetzt genug. Ich will aber noch, ich habe dir gesagt, jetzt genug. Dhikr oder Koran oder so, mach mal eine Pause jetzt. Aber ich habe noch, warte, einen Erzieher, der dir das beibringt. Dass so jemand dann zur Bid'ah neigt, ist ja wohl normal, oder nicht? Also was heißt normal? Ist nachvollziehbar. Aber er sagt dann, wenn er aber schnüffelt, der Shaitan, möge Allah uns ihn abwenden von uns, wenn er da bei ihm schnüffelt und er merkt aber eine Neigung zu den Gottesdiensten, eine Neigung zum Übertreiben in den Gottesdiensten, dann wird er ihn nicht in seinen Bann bringen, indem er ihn daran hindert. Der Shaitan ist ja nicht so blöd, dass er ihm sagt, lies nicht Koran, mach keinen Weg. Er hat ja geschnüffelt, also dem kann ich jetzt nicht sagen, hör auf zu beten. Der ist so richtig auf dem Weg, ja? Der will beten, der will fasten. Was macht der Shaitan dann? Der sagt ihm, mach mehr. Du liest eine Stunde, was sind eine Stunde, Junge? Du musst 5 Stunden lesen. 5 Stunden, guck mal, das ist sehr gut. Wie, du fastest nur einen Tag? Hey, du musst jeden Tag fasten. Ah, nee, jeden Tag ist ja nicht erlaubt. Wie der Ud, mach das. Shaitan gibt mir jetzt Ratschläge, wie ich Allah anbeten soll. Er macht das ja, weil er ganz genau weiß, du hast nicht die Ausdauer. Das wirst du eine Woche machen und dann sagen, oh, ich kann nicht mehr. Und dann wird er dir eingaukeln, siehst du, du bist nicht dafür geschaffen. Hör doch auf, geh doch zurück zur Disco, da hast du das gemacht, was du kannst. Was machst du in der Moschee? Du weißt doch ganz genau, du bist eine Niete. Das heißt, er will ihn demotivieren, indem er ihm so große Aufgaben gibt, die er überhaupt nicht schafft. Dann ist man demotiviert und man denkt, Allah will mich nicht. Erhaben ist Allah. Allah lässt keinen Diener im Stich. Aber du musst wissen, wie es funktioniert. Das ist genauso dieser Sturz auf das Wasser und er hat sich sämtliche Rippen gebrochen. Sondern langsam. Also versucht der Shaitan ihn durch Übertreibung von der Geradlinigkeit abzubekommen oder wegzubekommen. Deswegen sagen einige Salaf, immer wenn Allah etwas auferlegt, wird der Shaitan den Menschen versuchen, von 2 Seiten zu ziehen. Entweder Übertreibung oder Untertreibung. Das ist eins von beiden Versuchte. Wenn er merkt, oh, wenn ich dem sage, bet nicht Subh, hört er mir zu, oh, bet nicht Subh. Der sagt dir, bet nicht Subh und du betest Subh. Bet nicht Subh, du betest immer noch Subh. Bet nicht Subh, du betest immer noch Subh.
Mach Qiyamul Layl. Warum? Dann verschläfst du Subh. Der will dich ja wegbekommen. Weißt du was? Lies jetzt 2 Stunden Koran nach Aisha. Schön. Koran, 1 Buchstabe, 10 Hasanat. Lies 2 Stunden Koran. Warum? Weil du dann so todmüde bist, dass du nicht mehr Subh aufstehst. Und das musst du verstehen, diese Taktik, diese Strategie. Ich bin doch ein normaler Mensch. Ich kann jetzt nicht um 0 Uhr noch 2 Stunden Koran lesen. Es geht nicht. Aber ich würde doch gerne 2 Stunden Koran lesen. Junge, der Tag hat 24 Stunden. Aber um 0 Uhr weißt du ganz genau, du bist müde. Geh schlafen. Das müssen wir verstehen, dass wir wissen, wie der Teufel uns in die Irre führen will. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Amr, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Ya Abdullah ibn Amr, inna li kulli amilin shirrah. Jeder Handelnde hat einen Schub, also Motivationsschub. Jeder Mensch hat so einen Schub, hat bestimmt jeder von uns mal mitbekommen. Allahu Akbar, ich könnte jetzt 24 Stunden beten. Aber manchmal kommt dieser Schub. وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٍ. Und jeder Motivationsschub hat mal danach eine Schwäche. Ja, dieser Motivationsschub wird weniger. فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَةُ إِلَى سُنَّةٍ أَفْلَحْ. Derjenige, wenn er müde wird, dieser Motivationsschub wird weniger, wenn er dann in seiner Trägheit, in seiner Müdigkeit zur Sunna neigt, der ist erfolgreich. Was soll denn das heißen? Das bedeutet, wenn du eine Pause einlegen musst, was machst du dann in dieser Pause? Nutzt du die Pause, sodass du weiterhin islamkonform lernst oder lebst? Oder sündigst du jetzt? Das heißt, nur weil jetzt deine Motivation weniger geworden ist, heißt es nicht, alles klar, Pause, nächste Sünden so, und so weiter. Nein, sondern gönn dir eine Pause, indem du jetzt nur noch die Pflichten machst. Zum Beispiel, deswegen hatte ich ja gesagt, was ist euer Ziel, wo wollt ihr euren Rekord aufstellen? Ich möchte den Rekord aufstellen, zum Beispiel viel Koran zu lesen, würde ich mir wünschen. Ich habe noch nie den Koran komplett durchgelesen, zum Beispiel. Oder so weit bin ich ja noch gar nicht, dass ich so was anpeile. Ich habe noch nie im Ramadan 10 Seiten gelesen, weil ich bin ganz neu im Lesen, zum Beispiel. Ja? So, ich nehme mir vor, 10 Seiten zu lesen. Für die, also die wirklich nicht lesen können, sage ich. Ja? Also sie kennen die Buchstaben, aber sie lesen nicht fließend. Das bedeutet, wenn ich dann müde werde, dann ist es kein Problem, dass ich sage, okay, jetzt kann ich doch nicht so viel Sunna beten, wie ich vorhatte. Da mache ich mal eine Pause. Okay, die Sunna-Gebete werden jetzt nicht gebetet. Warum? Weil du hast dich angestrengt, du hast ein Ziel gehabt, Koran zu lesen. Das ist dein Ziel für diesen Ramadan zum Beispiel oder für diese Woche. Okay, leg eine Pause ein. Aber nicht, dass du jetzt Dhuhr nicht betest oder Maghrib nicht betest oder Subh nicht betest. Nein, nein. Also sagt der Prophet, sallallahu alaihi, hat dann eine Schwäche. Derjenige, dessen Schwäche ihn führt, dass er die, also zur Sunna führt, bedeutet was hier? Also immer noch auf dem geraden Weg bleibt. Der wird erfolgreich. Aber derjenige, dessen Schwäche ihn zur Bid'a führt, der wird ein Verlierer sein. Der wird verlieren. Was heißt das? Ja, ich möchte doch 2 Stunden Koran lesen und ich werde aber müde. Was mache ich jetzt? Ah, ich habe gehört, da gibt es einen Dhikr. Wenn ich den 5822,86 Mal sage, dann werde ich den Koran innerhalb von 0 Sekunden lesen. Ja, da gibt es immer, ab und zu hörst du mal, mach dieses und mach das in Wasser rein und dann das irgendwas, dann wirst du Hafiz in dieser Nacht. Oder Allahu A'lam was. Junge, leg eine Pause ein, trink mal einen schönen marokkanischen Tee
Red mal mit deiner Mutter ein bisschen, erzähl mit ihr, küss ihr die Hand, sag, ja, Mutter, Mama, Dua, dass Allah mein Herz reinigt. Ja, mein Sohn, Allah reinigt, möge Allah dein Herz reinigen. Ah, Alhamdulillah. Nochmal die Hand deiner Mutter küssen. So, Bismillah, jetzt wird Koran gelesen. Das ist was Schönes. Aber nicht, dass du jetzt, nur damit du deine 2 Stunden Koran liest, irgendeine Bid'a machst. Also, wenn mal die Motivation weniger wird, dann bleibe auf dem Wege der Sunna. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen. O Allah, reinige unsere Herzen. O Allah, du bist derjenige, der die Herzen dreht und wendet. Lasse unsere Herzen auf dem geraden Weg bleiben. O Allah, bewahre uns vor der Abirrung und bewahre uns vor dem falschen Weg. Leite uns recht zum geraden Weg. O Allah, lasse uns diesen Ramadan erreichen in Gesundheit und in Aufrichtigkeit und in wahren Glauben. O Allah, lasse uns die Tage des Ramadans beleben mit Fasten und Gedenken und lasse unsere Nächte im Ramadan beleben mit Gebeten. O Allah, lasse uns zu denjenigen, zähle uns zu denjenigen, die du im Ramadan vor dem Höllenfeuer rettest. O Allah, lasse uns zu den Gewinnern zählen im Ramadan und hindere uns davor, dass wir zu den Verlierern gehören. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.